Schmerzfrei laufen bei Hallux Rigidus. Diagnostik, Therapie, Training. Mit dem Running Dog. Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich zeige euch heute, wie man ein Hallux Rigidus, also eine eingesteifte Großzehe, behandelt. Dafür haben wir Dominik zu Gast. Dominik, nimm doch Platz bitte. Dominik, was hast du für Beschwerden? Mir tut mein großer Zeh weh und er wird dick. Okay, hast du diese Beschwerden bei bestimmten Bewegungen besonders stark? Ja, vor allem beim Laufen in der Belastung, wenn ich Ausfallschritte mache zum Beispiel, da merke ich, dass der Schmerz dann kommt. Also wenn die Großzehe überstreckt wird im Gelenk? Genau das. Okay, jetzt bist du ja auch Läufer, hast du mir berichtet, ja. Und läufst 20, 30 Kilometer die Woche. Wie ist es denn beim Lauftraining selber? Geht das oder merkst du es währenddessen auch? Ja, also während der Belastung geht das eigentlich. Das Laufen selber macht keine Probleme. Ich spüre das zwar dann schon, gerade bei längeren Läufen, aber insbesondere kommt es dann danach. Okay, dann wollen wir das mal untersuchen. Die Beschwerden von Dominik deuten auf eine Großzehengrundgelenksarthrose hin. Das nennt man auch Hallux Rigidus, also die eingesteifte Großzehe. Was dabei passiert ist, dass Veränderungen in diesem Gelenk, dem Großzehengrundgelenk, auftreten. Und dadurch kann die Zehe nicht mehr richtig nach oben gestreckt werden. Das sperrt dann und das Gelenk kann sich hier entzündlich reizen und das macht Schmerzen. Die Großzehengrundgelenksarthrose ist eine häufige Erkrankung. Es sind etwa 2,5% der Bevölkerung betroffen. Bei den über 50-Jährigen sind es bis zu 9%. Besonders betroffen sind Frauen, die High Heels tragen. Übergewicht spielt eine Rolle und auch Gicht, eine Erkrankung, die die Gelenke schädigt, macht Menschen anfälliger für dieses Krankheitsbild. Hier im Falle von Dominik ist das frühere Fußballspielen ein wahrscheinlicher Auslöser, denn durch das Anschlagen der Großzehe beim Stoppen auf dem Rasen entstehen häufig Mikrotraumen im Bereich des Gelenkknorpels und auch das ist ein Risikofaktor für den Hallux Rigidus. Wird das wieder gut? Wie alle arthrotischen Prozesse, also Gelenkverschleißprozesse, können wir die Krankheit nicht komplett ungeschehen machen. Aber durch die richtigen Übungen, durch die richtigen Schuhe, durch die richtigen Einlagen, durch die richtigen Mikronährstoffe und durch die richtigen Therapien können wir deutliche Beschwerdelinderungen erreichen, sodass Patienten damit hervorragend zurechtkommen können. Die Operation, die oft darin mündet, das Gelenk einzusteifen, damit die Schmerzen dann endlich aufhören, wenn man sie anders nicht in den Griff bekommt, ist erfreulicherweise nur selten erforderlich. Wir schauen uns Dominiks Fußstellung als erstes an. Wir sehen ein etwas höheres Längsgewölbe, einen leichten Hohlfuß und wir sehen die typische Verdickung hier im Bereich des Großzehengrundgelenkes, weil die Gelenkflächen Anbauten erfahren, um den Druck besser zu verteilen. Wir schauen uns nun die Beweglichkeit der Großzehe an. Auf der beschwerdefreien Seite sehen wir eine auch etwas eingeschränkte, aber noch ausreichende Beweglichkeit hier im Großzehengrundgelenk in die Streckung hinein. Normal wären 60 Grad, hier haben wir etwa 30 bis 40 Grad. Und wir schauen uns nun die betroffene Seite an, wenn du das einmal tauschen würdest. Und wenn ich hier die Großzehe in die Streckung bewegen will, dann lässt sich das allenfalls noch 5 bis 10 Grad bewegen. Das ist die Einsteifung der Großzehe. Wir sehen hier Dominiks Großzehengrundgelenk im Ultraschall. Hier das Grundglied der Großzehe und hier der Mittelfußköpfchenbereich. Und diese beiden Gelenkpartner bewegen sich gegeneinander. Auffällig sind die deutlichen weißen Zackenbildungen hier und dort, die eine Anbaufunktion des Körpers darstellen. Die Gelenkfläche wird vergrößert, damit der Druck besser verteilt wird und das ist ein typisches Arthrosezeichen. Dominik, die Untersuchung hat gezeigt, dass die Großzehe sich nicht frei bewegt und im Ultraschall zeigte sich deutlich eine Veränderung des Gelenks. Die sehen wir hier auch im Kernspinn. Das sind Randanbauten am Gelenk, die dann die Beweglichkeit eingrenzen. Das ist ein arthrotischer Prozess, das ist der typische Befund eines Hallux Rigidus. Das kann man gut behandeln mit verschiedenen Möglichkeiten. Entscheidend ist aber vorher zu wissen, wie wirkt sich dieses Thema auf deine Laufbewegung aus. Gibt es Veränderungen im Gangbild? Das sehen wir in der Fußdruckmessung und in der Bewegungsanalyse. Und dann können wir auch deine Schuh- und Einlagenversorgung besprechen. Durch die Fußdruckmessung können wir fehlerhafte Abrollmuster erkennen. Hier sehen wir eine Steigerung des Druckes unter der Großzehe links durch die verringerte Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks. Nach dem Anbringen von anatomischen Markierungen
können wir in der Bewegungsanalyse das Zusammenspiel von Becken, Beinachse und Fußbewegung untersuchen. In der Bewegungsanalyse erkennen wir Fehlstellungen von Becken, Beinachse und Fuß in der Bewegung. Dafür machen wir die Untersuchung zuerst barfuß und dann mit dem verwendeten Schuhwerk. Dominik, wir haben in der Bewegungsanalyse und in der Fußdruckmessung gesehen, dass du einen Hohlfuß hast. Das heißt, das Gewölbe ist etwas höher als beim durchschnittlichen Fuß. Dadurch wandert die Last etwas auf die Außenkante. Das führt natürlich dazu, dass die ohnehin sichtbare Ausweichbewegung von der Großzehe weg auf die Fußaußenkante noch deutlicher wird. Du magst also das geschädigte Gelenk hier nicht richtig belasten. Es sperrt in jedem Schritt und das sehen wir auch, wenn wir deine alten Laufschuhe betrachten. Da sehen wir hier unter dem betroffenen Fuß wesentlich mehr Druck und Abrieb unter der Großzehe als auf der gesunden Seite. Jetzt ist die Frage, wie kann man dir da sinnvoll helfen? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, den richtigen Schuh auszuwählen und die richtige Einlage. Die erste Maßnahme, die wir ergreifen können, ist eine Einsteifung des Großzehenbereiches über den Schuh. Denn was wir vermeiden wollen, ist, dass du in diese Anschlagbewegung der Großzehenstreckung gehst, was dir Schmerzen macht. Du hattest auch gesagt, gerade bei Ausfallschritten und bei Planks merkst du das ganz deutlich. Das kann der Schuh alleine verhindern. Dabei kommen uns die modernen Laufschuhe entgegen, die dicke Sohlen im Vorfuß haben und einen deutlichen Spitzenhub nach vorne. Hier wird die ganze Abrollbewegung nicht über das Großzehengrundgelenk geführt, wie es beim Barfußgehen der Fall ist, sondern über die Spitze des Schuhes gehebelt. Und unterstützt wird das Ganze einmal durch die Sohlendicke allein, zum anderen aber auch durch die Carbonplatte im Schuh. Hier stört die aber kaum, weil eben genügend Weichschaum drüber ist. Das gibt eine sehr harmonische Abrollbewegung über die Fußspitze und entlastet dir diesen Bereich. Und dann machst du auch nicht mehr unbewusst schmerzbedingt Ausweichbewegungen auf die Außenkante. Wenn das nicht reichen sollte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, über orthopädische Einlagen zu arbeiten. Die Idee ist immer, die Anschlagbewegung in die Streckung des Großzehengrundgelenkes zu vermeiden. Die mildeste Variante ist, dass wir eine Einlage nehmen, wo wir die Großzehenbeere, also die Spitze der Großzehe, aussparen, sodass du mit der Großzehenspitze weiter eintauchen kannst und dadurch erst später in die Anschlagbewegung kommst. Das wäre die mildeste Variante. Diese Einlage ist noch voll beweglich. Das könnte man auch mit so einem Schuh kombinieren. Die nächste Variante ist, dass man eine Carbonschalung hier macht, die bis unter die Großzehe geführt wird, sodass wir durch das Carbon hier eine Einsteifung haben. Und dann haben wir den gleichen Effekt wie durch den Schuh. Man kann nicht mehr im Bereich des Großzehengrundgelenkes so stark in die Streckung gehen. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann kann man mit einer noch härteren Carbonplatte über den gesamten Vorfuß die ganze Einlage einsteifen. Aber das ist eben im Prinzip das Gleiche, was auch manche Schuhe durch eine Carbonplatte machen können. Und das ist noch ein bisschen angenehmer zu tragen, weil mehr Weichschaum drüber ist. Gegen die Schmerzen können wir natürlich auch was tun. Wir können das Ganze mit Injektionen und mit Stoßwellen und anderen Maßnahmen behandeln. Vor allem auch Magnetfeld hilft bei diesen arthrotischen Prozessen. Und damit beginnen wir mal jetzt. Man kann den Gleitvorgang zwischen den beiden Gelenkflächen im Großzehengrundgelenk durch das Einspritzen von Hyaluronsäure verbessern. Dies erfolgt hier unmittelbar in den Gelenkspalt des Großzehengrundgelenkes. Die Therapie der Großzehengrundgelenksarthrose kann durch die Anwendung einer Stoßwellentherapie, einer Magnetfeldtherapie und der Low-Level-Laser-Therapie ergänzt werden. Die vom Manualtherapeuten durchgeführte Traktionsmobilisation des Großzehengrundgelenkes, also die Bewegung des Gelenkes unter Zug, hilft, die Beschwerden zu lindern. Beim Flossing wird das Großzehengrundgelenk straff gewickelt, was zu einer Kompression des Gewebes führt. Es werden dann 10 Zehenstände durchgeführt, um das Gelenk zu bewegen, und danach wird das Band entfernt, um eine Mehrdurchblutung unter der Dekompression zu erreichen. So wird der Stoffwechsel des
des Gelenkes und der umgebenden Strukturen aktiviert. Es werden insgesamt 3 Durchgänge dieser Behandlung durchgeführt. Die Traktionsmobilisation kannst du auch selber durchführen. Hierbei wird das Großzehengrundgelenk unter einer Zugbewegung sanft nach oben und unten in einer Verschiebebewegung durchbewegt. Diese Übung kannst du täglich für 2x 1 bis 2 Minuten durchführen. Auch die Dehnung der Großzehenstrecksehne kannst du selber durchführen. Hierfür wird die Fußspitze gesenkt und dann die Großzehe sanft nach unten gezogen. Die Übung solltest du 2x für 30 Sekunden halten. Mit dem Faszienball kannst du deine Fußsohlenmuskulatur lockern. Hierfür rollst du im Fußlängsgewölbe unter selbstdosierter Druckbelastung 10x vor und zurück. Die Mobilisation des Großzehengrundgelenkes sollte auch in die Abspreizbewegung erfolgen. Dies kannst du zunächst als einfache Übung ohne Widerstand durchführen. Später kannst du mit einem Loopband den Übungswiderstand erhöhen und 3x 15 Wiederholungen durchführen. Greifübungen dienen der Kräftigung der Fußmuskulatur. Diese kannst du mit einem weichen Gegenstand durchführen und machst 3x 15 Übungswiederholungen. Beim kurzen Fuß nach Yanda wird die kurze Fußmuskulatur und die gewölbeaufrichtende Muskulatur angespannt und wieder entspannt. Hiervon führst du 3x 15 Wiederholungen durch. Die Fußmuskulatur kannst du außerdem hervorragend auf einem Stabilitätstrainer trainieren. Im Einbeinstand führst du verschiedene erschwerende Bewegungen mit dem Spielbein durch, um die Stützmuskulatur des Fußes zu trainieren. Führe diese Übung 3x für 1 Minute mit jedem Bein durch. Im Ausfallschritt auf dem Wobble Smart kannst du hervorragend deine Fußmuskulatur und die Stabilität von Fuß- und Beinachse trainieren. Führe die Übung auf jeder Seite 3x für 30 Sekunden durch. Das Training der Abduktoren der Hüfte mit dem Loopband stabilisiert die Beinachse und entlastet darüber das Großzehengrundgelenk. Von dieser Übung solltest du 3x 15 Wiederholungen pro Seite durchführen. So funktioniert die Therapie des Hallux Rigidus. Du kannst das Übungsprogramm, das wir Dominik gezeigt haben, gerne selber durchführen. Weitere Informationen zu anderen Sportverletzungen findest du hier in der Playlist. Verlink dich gerne mit unserem Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß beim weiteren Training.